bin Lehrerin und habe eine Ausschreibung gelesen, eine Stellenanzeige. Und dort war eben die Rede davon, dass man eine längere Zeit in der politischen Bildung tätig sein kann. Ich komme aus Frankfurt und ich hatte keine Verwandtschaft in der DDR. Und von daher hat es mich doppelt interessiert, auch mal in so einer Gegend zu leben. Also habe ich mich direkt beworben und bin auch sehr froh darüber im Nachgang, dass ich das gemacht habe. Ich habe ja gestern einen kleinen Ausstand schon gefeiert und werde auch bald die Point Alpha Stiftung verlassen und einen anderen Arbeitsplatz haben. Aber ja, ich werde öfter hier an diesen Ort zurückkehren auch. Ich würde sagen, die Gedenkstätte ist sehr wichtig für die Region, denn wir erfahren das ja auch bei unseren Besuchergruppen, die wir hier betreuen, dass wirklich internationale Besuchergruppen aus allen möglichen Ländern hierher kommen. Und ich denke, das ist ein ganz einzigartiger Ort. Und das findet man so in der Form ja nicht mehr. Es gab natürlich auch weitere amerikanische Stützpunkte in der Gegend, aber Point Alpha ist eben der, der am besten erhalten ist und wo man das sehr gut nachvollziehen kann, wie das damals war im Kalten Krieg, als eben Soldaten hier stationiert waren. Natürlich haben wir gar keine Schülergruppen jetzt gehabt. Ich hatte erst gestern wieder meinen ersten Rundgang mit einer sehr kleinen Gruppe. Und das ist einerseits natürlich sehr, sehr schade und es bringt natürlich auch viele finanzielle Einbußen. Aber was die digitalen Formate betrifft, denke ich, da haben wir noch große Chancen auch zu einer weiteren Vernetzung. Also ich sehe das durchaus auch auf der einen Seite positiv. Ich würde sagen, das hat eine ganz große Bedeutung. Und zwar möchten wir natürlich den Kontakt halten, intensivieren auch mit unseren amerikanischen Partnern. Wir hatten gerade vor kurzem eine Skype-Konferenz mit einer Schulklasse aus Jackson, Mississippi. Das war sehr schön und die Lehrerin, die das initiiert hat, die war vorher hier bei einer Top-Gruppe dabei. Und wir haben viel voneinander gelernt, wir haben viele Gemeinsamkeiten auch entdeckt in der Zeit, als die Top-Gruppen bei uns waren. Und ich würde mir wünschen, dass das natürlich in der Zukunft genauso wieder weiterläuft. Ich habe gehört von meiner Kollegin Frau Faber, dass sich viele der Top-Teilnehmer eingebracht haben und teilgenommen haben an einem Fest der Blauen Funken. Das ist dort der Karnevalsverein in Geisa. Und ja, man merkt daran, dass sich viele sehr wohlgefühlt haben, sehr schnell auch wohlgefühlt haben während ihres Aufenthaltes hier vor Ort. Ich möchte mich im Nachgang nochmal bedanken für die Zusammenarbeit und es hat mich sehr gefreut. Das ist definitiv in den 3,5 Jahren, die ich hier gearbeitet habe bei Point Alpha, war das ein Highlight, mit diesen Leuten ihnen zu begegnen, meinen Kolleginnen und Kollegen aus den USA, aus verschiedenen Staaten zu begegnen. Wir hatten viele interessante Gespräche und ich würde mir wünschen, dass in Zukunft das, was ich vorhin angesprochen habe, die digitalen Formate, dass wir auf diesem Weg uns noch enger vernetzen können und meine Kollegen, die Arbeit fortführen, die wären bestimmt auch sehr begeistert von dieser Idee.